Herzlich willkommen nach der Mittagspause. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Pünktlich geht es weiter mit Theater White Space. Und dahinter verbirgt sich hinter diesem Titel so eine Überlegung, was könnte theatrale Form, theatrales Thema im Netz suchen, auf unterschiedlichen Kanälen und trotzdem als Theater erkennbar bleiben. Das ist ja eine Frage, die wir uns stellen, wenn man über mehr Produktionsmöglichkeiten im Theater fürs Netz nachdenkt. Was wären denn jetzt Formen dafür? Ja, man kann natürlich irgendwie die Forderung aufstellen, sagen, dass das alles unheimlich nötig ist. Aber wir haben heute 4 Menschen eingeladen, die 3 Positionen vorstellen. 4 für 3, ja, heute im Angebot. Und zwar, die auf ganz unterschiedliche Weise so einen Weg gefunden haben, wie man im Netz eine Community erreichen könnte, tatsächlich mit Theater, und zwar in der Skalierung in unterschiedlichen Communities, in der Skalierung, die, ich würde sagen, nichts weniger als überraschend ist. Und in dem Sinne stelle ich erstmal ganz kurz vor, mit wem wir reden. Ganz hinten, das ist Jörn Hinzer und Jakob Hüfner von Datenstrudel. Sieht man auch alles unter datenstrudel.de. Dann hier vorne Nick Hartnagel, Regisseur. Ich stelle gleich alle noch mal ein bisschen im Einzelnen vor. Matthias Seyer vom Schauspiel Dortmund, da ist für Social Media zuständig und auch in der Dramaturgie. Also quasi in so einem Doppeljob Inhalt und Social Media, was ja genau das Thema sein wird, über das wir auch gleich sprechen werden. Starten aber wollen wir mit Datenstrudel. Ja, Jörn und Jakob jonglieren mit den Medien, interessieren sich besonders dafür, wenn Medien ungewohnt beansprucht werden. Der Spaß am Umtopfen von Inhalten in andere Medien liegt hinter ihren vielen Arbeiten. Ja, und sie sind auch auf deutschen Bühnen tätig, unter anderem Hannover, erinnere ich mich, Schauspiel Hannover wart ihr. Ihr wart auch in Mannheim, ja, am Nationaltheater bei den Schillertagen. Ja, und dass man aus einer Performance einen erfolgreichen Bildschirmschoner machen kann, hat Datenstrudel mit Standard Time gezeigt. Diese Art mit Medien zu spielen, versuchen sie auch in der Bauhaus-Universität in Weimar Studenten näher zu bringen, an der Hinzer und Hüfner seit 3 Jahren gemeinsam die Professur für experimentelle Television besetzen. Homepage, wie gesagt, www.datenstrudel.de. Wir kommen direkt mal auf ein Projekt von euch zu sprechen, damit starten wir auch. Das hat beim Kunstfest Weimar stattgefunden. Ich glaube, wir schmeißen einfach mal das Video rein, damit wir einen Eindruck kriegen. Ja? Und dann unterhalten wir uns drüber. Bitte schön, film ab. Nirgendwo ist der Kontrast zwischen Stadt und Land größer als an einer modernen Zugtrasse. Bewegtes Land, Inszenierungen für vorbeifahrende Züge verwandelt die Landschaft in eine Bühne. Die Passagiere sind die Zuschauer. Die Darsteller spielen entlang der Gleise. Tempo trifft auf Langsamkeit, Land trifft auf Stadt. Man trifft sich da, wo man sich jeden Tag begegnet, aber nie wahrnimmt. Hunderte Menschen, verteilt auf über 40 Bühnen, entlang einer 30 Kilometer langen Strecke zwischen Jena Paradies und Naumburg. Aufführungen an einem Wochenende. Für ein Publikum, das mit 100 km/h vorbeirast. Ein Spiel mit unserem Blick auf das Land. Mal ist es idyllisch, mal märchenhaft oder wild, wo Ossis Wessis jagen. Kurze Geschichten auf den Punkt in einem Bild erzählt. Oft nur wenige Sekunden lang. Dutzende identische Roccos laufen wie Hase und Igel mit dem Zug um die Wette. In beide Richtungen. Denn je nach Zugrichtung war mal Naumburg, mal Jena das Ziel. Ja, die ganze Inszenierung ist irgendwie spektakulär. Es macht einfach Spaß, mit eigentlich fremden Leuten ein Wochenende zu verbringen.
Neben brechend vollen, gut gelaunten Zügen folgte jede Menge Traffic. Klassische Print- und TV-Berichterstattung von Bild bis FAZ, von ARD und ZDF bis hin zu vielen internationalen News- und Trendportalen sorgten für weltweites Interesse. Allein der Tweet von George Takei schoss ins Galaktische. Und der Beitrag von Euromax brach einen internen Klickrekord der Deutschen Welle. Insgesamt haben wir allein über Facebook weltweit über 30 Millionen User begeistert. Dass man nicht immer nur aufs Handy oder den Bildschirm schaut, sondern wirklich dann mal bewusst in die Landschaft blickt. Ja, verdienter Applaus. Ja, fangen wir doch mal mit dem Prosaischen an. Was waren denn so die Rahmenbedingungen von diesem Projekt? Weil das wirkt ja erstmal gigantisch im Sinne von ein Zug, ist der gechartert, der fährt die ganze Zeit hin und her, dann Massen von Statisten, die Filmcrew und so weiter. Wie lässt sich das überhaupt realisieren? Und in welchem Zusammenhang wurde das realisiert? Ja, Jörn, fang doch an. Zuerst war ja die Grundidee, war ja eine Guerilla-Idee. Das heißt, die Idee war eigentlich, den Reisenden auf dem Weg von München nach Berlin oder andersrum kalt zu erwischen. Das heißt, ihn nicht zu briefen und einfach draußen irgendwelche Inszenierungen zu machen und dann auch darauf zu hoffen, dass sie entdeckt werden. Das war eigentlich so diese Idee dieser Verwandlung der Landschaft in eine Bühne. Das war eigentlich diese Grundidee. Und relativ war schnell klar, dass sich 40 Kilometer Bühne nicht einfach so mit Freiwilligen so füllen lässt. Man muss das irgendwie an eine größere Glocke hängen. Und deswegen waren wir froh, dass dann Josef Holzhauser, Hauer, das ist immer für mich, von Kunsthaus Weimar schließlich eingestiegen ist und hat gesagt, ja, er forciert das ganze Ding. Und dann ist noch Jonas Zipp von Theaterwerkstatt Jena dazugestiegen. Und dann hatten wir auf einmal so eine kleine Metropolregion-Achse. Und dann wurde es langsam interessant, in einem extrem strukturschwachen Gebiet ja irgendwie, also was zumindest Kulturpolitik oder Kulturgelder betrifft. Und dann ist man ja auch noch mit dieser Strecke, die wir uns da ausgesucht haben, verbindet man auch noch zwei Regionen miteinander, also zwei Bundesländer miteinander, also Naumburg liegt eben Sachsen-Anhalt und Thüringen ist dann eben Jena und Weimar. Und das war natürlich dann, auf einmal hatten wir so ein paar Hebel, sage ich jetzt mal, aber nur sehr kleine. Jetzt sieht man eigentlich so verschiedene Ebenen, so eine Ebene, unterstelle ich mal, der Community-Arbeit mit Laiendarstellern. Ja? Dann sieht man eine von Menschen, die in einem technisierten Vehikel fahren, aber eigentlich klassisch Zuschauer sind. Und dann sieht man jetzt diese wahnsinnige Eskalierung im Netz. Wie weit ist das Plan, vor allen Dingen das Drittere, und wie weit ist das Zufall? Oder war das angelegt im Projekt? Ja, wir hatten, was Jörn schon gemeint hat, die ursprüngliche Idee war, die Zuschauer sind überrascht von dem Projekt, sie wissen davon nichts, sie fahren im ICE von, man muss dazu sagen, dass auf diesem Streckenabschnitt der ICE statt 250 nur 100 fährt, weil die so geschlängelt ist, die Strecke, und man schaut dann automatisch in die Landschaft, die sich dann wieder, ist ja so eine, habt ihr gesehen, so eine mit Burgen und so eine prototypisch deutsche Landschaft darstellt, und die Idee war, da fährt jemand nach München und dann sieht er da was, den Hai zum Beispiel, filmt den, kommt in München an, schickt das gleich ins Netz und es verbreitet sich sozusagen. Und das war so der ursprüngliche Gedanke gewesen von den wir hatten. Und dann ist es ja ein bisschen anders, hat mir natürlich auch viel vorbereitet medial, um Leute zur Partizipation zu bekommen. Und dadurch wurde es halt auch ein Medienhype so entstanden sozusagen. Aber uns war schon bewusst, dass wir da was, dass man keinen Film mehr drehen muss, sondern dass uns reicht, ein Ereignis zu schaffen, weil die Leute haben alle ihre Kameras dabei sozusagen. Ja, ja, das wollte ich sagen, man sieht ja im Netz, also bei der Recherche habe ich gesehen, das kommt wahnsinnig oft vor, bewegtes Land. Privat gefilmt, von der Fernsehstation gefilmt, also von unterschiedlichsten Sendern. Ja. Ist das auch Plan? Habt ihr das erwartet? Oder gehört das dazu? Nee, wir haben natürlich ganz früh, also um eine Partizipation dort unten zu erreichen, haben wir natürlich ganz früh mit allen Radiosendern, mit allen Fernsehstationen, die unten überhaupt tätig sind, versucht irgendwie früh dafür zu werben, dass da Leute mitmachen. Das heißt, die waren alle schon sozusagen vorbereitet medial, eigentlich fast übervorbereitet. Und als es dann schließlich dann losging und das Wetter auch mitspielte,
kam dann am Samstag, also es war ja Samstag, Sonntag, kam tatsächlich eben Tagesschau, also so die Good Old Media kam dann sozusagen vorbei, auch was sehr, sehr wichtig ist für Projekte, die international eventuell für Erfolg sorgen sollen, die Deutsche Welle. Und mit denen relativ, die wurden dann zeitnah geschnitten und liefen, glaube ich, dann am Samstagabend oder am Sonntag früh. Und das hat dann natürlich einen totalen Impact dann nochmal auf die Züge gehabt. Also das war toll. Also wir hatten Vorlauf, wir hatten immer einen ganz regen Austausch mit der Presse, also eigentlich mit allen Kanälen. Also alte Kanäle, neue Kanäle, private Kanäle, Vereine, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und so weiter und so fort. Also es war wirklich breit aufgestellt im Analogen als auch im Digitalen. Und das haben wir einfach auch wirklich auch immer wieder den Leuten gesagt. Also es reicht nicht nur Facebook zu benutzen. Instagram ist da nicht so aktiv da auf dem Land. Ja. Es reicht, aber Facebook schon natürlich. Es muss auch dahinterher noch da telefoniert werden und sowas. Das war eigentlich von uns immer ganz wichtig, dass man sagt, so, es geht nicht nur, man kann nicht nur alles sozusagen vertrauen. Ja. Also gerade nicht in dieser Region. Es gibt sicher andere Regionen oder in städtischen Kontexten sicher anders. Ja. Und wenn man sagt, wir machen rein Flashmob heute 2 Stunden, Bombs, dann geht das. Ne. Aber wenn man sagt, wir machen Proben, ihr seid da allein auf dem Feld, ja, das ist ja wie Theater dann, ja? Das ist kein Flashmob mehr. Und da muss man dann die Leute dann wirklich irgendwie verbindlich irgendwie versuchen zu erwischen. Ne? Ja, aber ich meine, das wirkt ja schon sehr präzise probiert. Ja? Wie oft habt ihr es gespielt? Oder wie oft wurde das ganze Projekt dann aufgeführt? Einmalig? Ja, ein Wochenende lang und dann 24 Züge. Also 16 am Samstag und 8 am Sonntag quasi so. Ja? Also die haben wir nicht gebucht, die Züge. Das waren die normalen Regionalzüge, die gefahren sind. Und sagen wir mal so, am Sonntag waren, glaube ich, fast... Man war 100% Theaterzuschauer. Und am Samstag war es, weiß nicht was, da waren viele, die halt total überrascht waren. Leute waren auch genervt, weil die Züge auf einmal so wahnsinnig voll waren. Ja? Und dann alle hingen an einer Seite, da muss man aufpassen, dass der Zug nicht umfällt. Und das war irgendwie, wir hatten ja im Prinzip, also ein Großteil, das Thema für uns war ja Stadt-Land gewesen. Ja, ich wollte gerade. Deswegen wollen wir kurz dazu zur Partizipation sagen. Das ist was ganz wichtig gewesen, eben auch und die Region da zwischen Naumburg und Jena, die ist also handyfrei, also funkfreie Zone sozusagen. Also das haben wir auch mal zum Leid selbst gemerkt beim Produzieren, dass wir da überhaupt keinen Empfang hatten. Man muss zu den Leuten hingehen. Wir wollten zu den Leuten auch hingehen, weil die natürlich gedacht haben, ah, da kommen die beiden Berliner, die machen irgendwie ein verrücktes Projekt und verarschen uns. Und nein, man muss wirklich zu den Leuten hingehen, man muss die abholen, immer wieder hingehen und immer wieder hingehen, immer wieder hingehen. Und das haben wir zum einen gemacht, weil es natürlich thematisch im Projekt immanent war und weil wir auch natürlich auf die Partizipation angewiesen waren, weil wir gar kein Geld hatten, um jetzt irgendwie 1000 Leute da zu bezahlen sozusagen. Ja. Einmal noch ganz kurz hinterher gefragt, du sagst schon Stadt-Land als Dichotomie, Langsamkeit, Schnelligkeit sicher auch. Seht ihr denn jetzt diese Skalierung im Netz, inwieweit hat die auch was mit dem Narrativ zu tun, das ihr im Video erzählt? Beziehungsweise, dass sich jetzt durch diesen Film herstellt, im Sinne von, habt ihr auch gemerkt, dass die Reaktion, war die eher funny Video, oh look how funny it is, oder war das eher, dass Leute auch tatsächlich das, was ihr inhaltlich erzählen wollt, dass das ankommt? Wie würdet ihr das beurteilen? Also, uns war ja klar, dass wir da jetzt nicht 30 Minuten Shakespeare erzählen können in kleinen Feldsegmenten. Ja. Wir wussten, dass wir da einfach automatisch durch die Geschwindigkeit im Zug und durch diese Aufmerksamkeit, die der Passagier, der Zuschauer eben spenden muss, automatisch in dieses Themenfeld Aufmerksamkeitsdebatte reinrutschen. Also was generiert meine Attraktion sozusagen so? Und das ist ja eigentlich extrem netzaffin. Also irgendwie ist es dann formimmanent, dass sich das verbreitet. Weil es sind dann einfach so kleine Sachen, die dann wie Thumbnails an einem vorbeirauschen. Man denkt natürlich auch drüber nach, was ist das eigentlich, was ist real, was ist nicht real da draußen. Das war eigentlich das Schönste immer so bei diesem ganzen Spektakel, dass die Leute da irgendwie einen Reh gesehen haben und dachten, oh geil, wie die das hingekriegt haben. Da weiß man ja auch so, es ist ja immanent bei den Leuten, die das, also Instagram intensiv nutzen, man weiß ja, es ist eben Inszenierung, es ist eine Mischung aus Inszenierung, es sind ja auch nur kurze Momente, meistens eben coole Momente, ja, und so, und das ist also irgendwie ist das eben Form, immanent, das heißt. Entspricht die Form. Aber ich würde schon sagen, die Leute wurden schon berührt von der Idee, also es war jetzt nicht nur viele kurze Gags, ich würde schon sagen, dass viele Leute da auch was auch in Rückmeldung bekommen haben, gerade weil man so ein wahnsinniges Projekt macht und das Scheitern ja irgendwie, oder dieses
versucht, was zu erzählen in dieser kurzen Zeit, der irgendwie auch natürlich lustig ist, aber irgendwie auch halt eben was Sympathisches oder so mal so. Die Leute hatten schon berührt, das Projekt, also was wann Rückmeldung kam. Es war jetzt nicht nur ein kurzer Gag. Ja. Also es wäre, glaube ich, die Breitenwirkung nicht so groß gewesen. Genau, und jetzt machen wir einen großen Schritt von der großen Breitenwirkung zu einer sehr spezifischen Arbeit, die auf eine sehr spezifische Community gezielt hat, könnte man im Nachhinein sagen. Ich möchte nochmal vorstellen, Nick Hartnagel, Regisseur, studiert an der Hochschule Ernst Busch, assistiert am Schauspiel Hannover, wo auch seine Diplominszenierung Fabian nach Erich Kästner machte und jetzt kommen wir schon zum Thema, die Uraufführung von Sören Woymers, die römische Octavia. Das ist so eine Art Betriebssatire über einen die Demütigung und Leiden eines Dramaturgen. Ja. Und Nick inszeniert inzwischen am Staatstheater Hannover, Theater Heidelberg, in Jena, Osnabrück, im Neuen Theater Halle und so weiter. Da machst du deinen normalen Job. Ja. Aber hier in diesem Projekt Römische Octavia entschlüpft sozusagen diese Dramaturgenfigur in ein zweites Leben, in ein ewiges Leben im Netz. Und vielleicht, bevor wir darüber reden, schauen wir uns kurz eine Folge der 25-teiligen Serie Tagebuch eines Dramaturgen an. Bitte schön. Another rainy night in the city of Vultures. Hannover. The darkness was like a bird that doesn't want to fly. End of the season. Again, a leak in the budget of the Staatstheater Hannover GmbH. I had to do what the man's got to do, digging. The Asylum Seekers Hostel in Hannover is a gold mine. Who got cash? A promotion of culture. And what do they want? Refugees. Another lonely soul in the nest of the night. An easy touch, so far from home. Not much to talk, and the unknown stranger becomes a promoted artist. No matter what he says, I know a few words that lead an application of cultural promotion to success. Nachhaltigkeit. Partizipation, Multiperspektivität, Öffnung und Vernetzung, multiethnische und multireligiöse Ankommensgesellschaft. My little friend didn't understand a word so far, but the decoy already flew like a young bumblebee. Nothing left to do but to fill in a form and to call my actors. Hi, hi, here's Henning. I got an interesting project for you. The director would love to cast you, my friend. Well, well. Wir steigen jetzt kurz bei diesem Video schon ein und werden gleich noch ein kleines zweites zeigen, denn diese Saga findet ihre Fortsetzung, davon gleich mehr. Ja, lieber Nick, als du inszeniert hast, erstmal, wie kommt es zu der Idee, ein zweites Feld der Figur zu geben im Netz mit dieser Serienidee beziehungsweise mit der Tagebuchform? Entstand das aus dem Proben raus oder war das vorher geplant? Ja, also ich glaube, die Probenbedingungen an sich waren schon ein bisschen speziell, weil wir, Henning und ich,
zu zweit diesen Monolog gemacht haben, der eigentlich klassisch eben auf der Bühne stattfinden sollte. Henning Hartmann ist der Schauspieler, Henning der den Dramaturgen spielt. Genau. Ja. Und wir immer auf einer riesigen Probebühne ganz allein zu zweit saßen und dann immer überlegt haben. Und eigentlich ursprünglich entstanden ist die Idee wirklich nur aus einer ganz schnöden Marketing-Idee, dass man dachte, kein Mensch kennt das, das sollte komisch Late-Night-mäßig spät auf der großen Bühne stattfinden. Wir müssen irgendwie es schaffen, dass die Leute, dass da irgendwie Gerüchte entstehen, was ist das, ein neuer Dramaturg oder ein Schauspieler, den man kennt, der ist jetzt in die Dramaturgie gewechselt, war irgendwie die Idee. Und deswegen wollten wir ursprünglich in 12 Folgen erzählen, quasi so anteasen bis zur Premiere. Und das, was ursprünglich die Idee war, glaube ich, hat eigentlich nie funktioniert, nämlich, dass irgendwelche Leute in Hannover auf diese Serie gestoßen wären und danach ins Theater gegangen wären. Also das ist eigentlich völlig gescheitert. Mhm. Und es ist uns nur das Feedback völlig unerwartet. Also alles, was jetzt auch heute schon so theoretisch gesagt worden, wir waren wirklich das reagierende Theater, wir waren eigentlich überrascht davon, dass wir in eine Community irgendwie reingesprochen haben, die auf einmal von Graz bis Schleswig-Holstein uns irgendwie aus der ganzen Theaterrepublik entgegenkam und die sich da irgendwie, ja, die da reagiert haben drauf. Und dann waren wir, ja, haben wir einfach nicht mehr aufgehört, weiter diese Filme zu machen. Noch während der Produktion sozusagen? Ja, während der Produktion, genau, und dann danach kamen halt immer wieder neue Ideen, was könnte noch passieren, was könnte den Dramaturgen noch passieren. Jetzt ist da ja so viel Realität drin, vielleicht magst du da was noch zu sagen. Es ist ja nicht nur so, dass Henning Hartmann den Dramaturgen kongenial mimt, sondern er bekam sogar Angebote. Kannst du das nochmal kurz... Ja, irgendwie interessant finde ich, glaube ich, bei all den Projekten auch, was heute schon so war, dass ich glaube, das Theatrale an all den Formaten ist dann doch, dass sie immer ein Spiel mit der Wirklichkeit haben und irgendwie verweisen auf die Wirklichkeit. Und wir hatten natürlich, wir hatten auch das rein kindliche, den Spaß daran, halt diese Behauptung in die Welt zu setzen. Und ja, die tatsächlich zum Teil, also wir haben natürlich auch einfach verarbeitet, was man so innerhalb des Theaters an Absurditäten mitbekommt, wie so ein Betrieb funktioniert und was dann da am Ende ankommt. Und diese Fiktion des Dramaturgen, es ging tatsächlich so weit, dass er seriöse Angebote von Häusern bekommen hat, Dramaturgie zu machen und Praktikanten sich beworben haben bei ihm, um... Ja. Und ich habe den, vielleicht das auch zu sagen, den Klickzahlen entnommen. Das bewegt sich ja immer in so Bereichen, so zwischen 3.000, 4.000, 7.000 und so weiter. Aber es scheint doch, dass jede Dramaturgin, jeder Dramaturg, den man darauf anspricht, das gesehen hat und kennt. Also das heißt, ihr seid sozusagen zielgenau bei den Mitleidenden gelandet. Ja, das ist für mich im Nachhinein ist es immer noch für mich ein Rätsel eigentlich, wie das passieren konnte, weil... überall, wo ich bin an den Häusern eben, ich werde immer auf diese Serie angesprochen. Und auch Henning als Schauspieler, der hatte dann irgendwann ein Problem eigentlich damit, weil er da gerne diese Rolle loswerden würde. Weil schon die Kritiker in Hannover haben dann davon gesprochen, wenn er eine ganz andere Rolle gespielt haben, stand dann in der Kritik irgendwie, er spielt mit dramaturgenhaftem Charme. Und das wurde dann irgendwie immer mehr. Und ja, und er dachte irgendwann, er reagiert inzwischen manchmal auch pikiert darauf, dass er sagt, ich bin doch gar kein Dramaturg, ich bin auch noch ein Schauspieler, der auch andere Rollen spielt. Jetzt hat euch natürlich, sage ich mal, so dieser Erfolg der Sache ein bisschen gekickt und ihr seid in eine zweite Runde gegangen. Ja? Eine zweite Runde, die sich jetzt ausdehnt in die ganze Theaterrepublik. Davon sehen wir erstmal einen kurzen Ausschnitt, der spielt am Wiener Burgtheater. So 2 Minütchen, damit man es versteht. Und dann sprechen wir dazu mal kurz. Bitte. Disneyland Burgtheater. Da rüttel ich mal im Märchenschloss und guck, ob ein Prinz aus dem Fenster fällt. Nach der Vorstellung ist vor der Vorstellung. Jetzt heißt es Donald Duck abwerben und ein bisschen Guerilla-Marketing für unser Phantasialand an der Leine.
Wenn der Prediger nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg eben zum Prediger kommen. Was sind so Perspektiven? Was spielst du als nächstes hier? Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber das ist das hier. Das sagen wir euch nicht. Nö, da geht man mehr so, weißt du, da geht man mehr so locker ran. Das, echt? Ja, ja, das ist so. Das ist ein, zwei Rollen im Jahr. Da würde ich. Überlegst du mal, dann zu gehen jetzt? Mein Hannover ist jetzt aus dem Winterschlaf erwacht. Wir haben jetzt Theatertreffen abgeräumt, Faustpreis gewonnen, so, also damit der Nestreupreis. Das ist dann schon auf Augenhöhe, ne? Ist schon ganz interessant für dich auch, mal bei uns wieder zu spielen, oder? Also in Hannover, ich würde dir nur Hauptrollen geben. Also nicht, was du hier machst, so. Da würdest du wirklich durchbesetzt werden mit Hamlet, Richard, Faust, Mephisto, alles. Gretchen, komplett. Nicht so wie hier, wo du dann mal zweimal im Jahr drankommst und dann stehst du neben Meyerhoff und musst da irgendwie immer so, na so, ich hab Text. So. Hey, in Hannover, kommt man vor. Ne? Vielen Dank, Georg. Ja, in Hannover kommt man vor. Hey, jetzt ist es natürlich interessant, also was gleich auffällt, ist, dass das nochmal viel aufwendiger produziert ist. Ja? Es sind noch längere Folgen. Ihr geht durch die ganze Republik, versichert euch möglicherweise der Unterstützung der Theater, weil jede Folge spielt in einem spezifischen Theater. Ging die Rechnung auf? Naja, erstmal wollten wir halt nutzen, was natürlich schon toll ist, dass so viele, dass normalerweise wollen die Schauspieler am Theater immer gerne drehen. Und dann hatten wir irgendwie einen Ruf bekommen inzwischen, dass wir eine ganze Liste hatten von Schauspielern, die da gerne mal mitspielen wollten. Und und es war die Idee, aufwendiger zu produzieren. Also wir hatten einfach Lust bekommen. Und dann haben wir gemerkt, ich glaube, so ein paar Dinge, ja, so richtig aufgegangen ist es nicht. Ich glaube, den Erfolg, den wir so mit der ersten Staffel zum Teil hatten, den hat man nicht so ganz wiederherstellen können. Oder, und ich kann da auch nur vermuten, also wir haben zum Beispiel, wir haben gemerkt, dass wir haben eben aus dem Größenwahn, was man gesehen hat, dann so einen Vorspann gedreht, was wahrscheinlich für so ein Format einfach ein bisschen absurd ist, weil man bei YouTube keine Lust hat, 20 Sekunden Vorspänne anzugucken, sondern dann eher wegklickt oder denkt, das kenne ich schon. Und dann ist es mir persönlich immer ganz schwer gefallen, das immer weiter runter zu kürzen, Henning hat schon immer gesagt, das ist zu lang, das sind 9 Minuten. Das hat mich schon viel gekostet, die auf so ein Format dann 4-5 Minuten zu kürzen. Aber klar, mittlerweile, es ist nun so, dass das Format wahrscheinlich über 3 Minuten eigentlich gar nicht gehen darf, wenn man möchte, dass das sehr viele Leute sich angucken und schicken. Nachgefragt, wie sehen die Theater das selber? Das heißt, klar, ihr habt es in Hannover produziert, ihr habt die zweite Staffel gemacht. Hast du da den Eindruck gehabt, dass es da ein Interesse gibt, sozusagen eine weitere Sparte Filmproduktion fürs Netz aufzumachen, oder war das eher eine, sage ich mal, eine einsame oder zweisame Arbeit? Das war sehr zweisam, von Anfang bis Ende eigentlich. Es hat niemand eigentlich am Anfang gewusst, dass wir das machen. Wir haben das der Öffentlichkeitsarbeit halt so die CD-ROMs gegeben und die haben das dann da reingespielt und es wurde nie geprüft oder angeguckt von irgendjemandem. Und dann, wir haben das eigentlich selbstständig, wenn überhaupt, vielleicht sogar mit kleinen Widerständen manchmal gemacht. Wir haben, weil wir dann ganz viel gereist sind, das hat dann tatsächlich das Theater irgendwann gesagt, wir zahlen die Reisekosten, aber das ganze Equipment und so ist zum Beispiel auch privat finanziert. Ich glaube, das kann man jetzt nicht sagen, dass das wurde schon geschätzt im Nachhinein und das ist mir auch schon begegnet, dass das Theater Hannover tatsächlich mit diesem Dramaturgen in Verbindung gebracht wird und ich glaube, das wissen sie schon zu schätzen, aber jetzt die Idee zu sagen, das muss weitergeführt werden oder man würde jetzt Geld oder sowas dafür, das gab es nicht.
Okay, wir kommen gleich nochmal auf die Produktionsbedingungen im Allgemeinen zu sprechen. Wenden uns jetzt zum dritten Gast, zu Matthias Seier. Matthias, ihr habt was hergestellt, tja, was könnte man sagen, ich sag mal Theater unter dem Deckmantel eines Webinars, eines Tutorials. Ja? Das Ganze ist so in Form eines Weihnachtskalenders passiert. Vielleicht machst du ganz kurz genau, wo es erschienen ist, und dann sehen wir es auch gleich. Genau, also der ursprüngliche Plan war, dass wir auf unserer Facebook-Seite beziehungsweise auch auf unseren anderen Social-Media-Kanälen einen Adventskalender veröffentlichen, 24 Folgen, und wir haben den Sternstunden aus dem Geheimarchiv genannt. Und das sollten im Grunde relativ dramaturgisch lose 24 Episoden sein mit Clips, die wir irgendwie noch in unseren Archiven hatten. Also stellenweise gab es Trailer für Premieren, die nie rausgekommen sind, oder wir hatten irgendwelche Magic Moments, die sich dann auch das Publikum wünschen durfte, so aus den 8 Jahren, die Kai Voges bisher in Dortmund war, oder 7 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und die allererste Ausgabe, so die allererste Episode dieser Sternstunden aus dem Geheimarchiv, das war einfach ein Clip, den wir noch sozusagen auf Halde hatten, mit der Schauspielerin Julia Schubert, die einen Text spricht oder so eine Improvisation macht aus einem Stück, was wir gezeigt haben. Und besser, wir zeigen es und sprechen gleich weiter. Yes. Wir würden erstmal das Video anschauen, Georg, bitte. Also das mit dem Wein, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das immer so, dass ich einen Punkt fixiere. Und dann darf man auf gar keinen Fall blinzeln. Dann probiere ich langsam einen Druck hinter den Augen aufzubauen. Das mache ich zum Beispiel so, indem ich sage Flughafen. Aber ohne das Wort wirklich zu sagen. Also das ist dann so. Und jetzt merke ich schon, dass es langsam kommt. Aber jetzt darf man auf gar keinen Fall schon blinzeln. Sonst ist die ganze Arbeit futsch. Man kann den Atem schon ein bisschen mitnehmen. Ja, es fängt jetzt langsam an zu britzeln in den Augen. Aber man darf nicht blinzeln. Die Stimme natürlich auch immer schön so mitnehmen. Das fördert das alles. Und Achtung, gleich sind wir soweit. Noch ein bisschen hochatmen. Ein bisschen bibbern. Kann man dann je nach Situation variieren, wie viel oder wie wenig man will. Und Achtung, jetzt kommt's. Also ich setze das ein, zum Beispiel, wenn ich eine Diskussion oder einen Streit habe und ich merke, Mist, ich liege total falsch. Oder, ach, ich finde jetzt gerade die Argumente. Weil wenn man dann weint, dann fühlt sich der andere ja schon mal per se schuldig. Und dann lenkt er viel schneller ein. Das klappt super. Jetzt bin ich traurig in der Küche. Jetzt bin ich traurig im Fitnessraum. Jetzt bin ich traurig im Rotlichtmilieu. Jetzt bin ich traurig am Kiosk. Grandiose Julia Schubert. Ja. Wir spielen jetzt parallel kurz ein, wenn du die, du weißt schon, genau, die Texte aufmachst, dass du ein bisschen darauf konzentrieren kannst. Genau. Also, gehen wir erstmal einfach zur Skalierung der Dinge. Mhm. Ja. Was war da eure Erfahrung? Also,
das war wirklich, also wir haben damit echt, ähnlich wie bei dir, so gar nicht gerechnet, dass das so dermaßen durch die Decke geht. Wir hatten so am ersten Tag schon, haben wir so gesehen, dass wir diese übliche Theaterbubble und auch die übliche Fans des Schauspiel Dortmund-Bubble so wirklich durchbrochen haben. Und da dachte ich, okay, das wird dann jetzt fett. Das wurde dann auch dementsprechend fett. Also so mit irgendwie 130.000 Klicks dann auf Facebook, dann nochmal irgendwie 4.000 auf Twitter, 30.000 auf YouTube. So dieser eine Clip. Und das war schon der Wahnsinn. Kannst du sein Spider spielen? Genau, und dann kamen so die ganzen Dinge wie, das ist ja zum Beispiel Weiß, aber wir hatten auch noch irgendwas wie Stern.de oder so, die sich dann natürlich auch draufsetzen auf so virale Clips und damit natürlich auch wiederum Klicks generieren. Und wir hatten halt auch dann so wirklich schöne Kommentare, wo dann auch Leute sich gewünscht haben, ähnliche Clips, so irgendwie Schauspieler, die einem hier irgendwie Tipps im Alltag geben, wie man die schreckliche Weihnachtszeit übersteht. So lachen aus Höflichkeit und sich über scheiß Geschenke freuen. Und das war eigentlich wirklich, ja, das war der Hammer, wie die, um das Buzzword zu nennen, das Engagement so da war. Und wir hatten halt auch solche Leute, wo man dann merkt, die waren vermutlich noch nie im Theater. Und da konnte ich mir dann diese Reply auch nicht verkneifen. So, weil es ist ja wirklich so ist, diese Art von Humor, den man in dem Clip sieht, der ist ja jetzt nicht die Neuerfindung der Welt, das gibt es ja im Theater durchaus, so eine Selbstironie. Von daher, wenn Theater nicht so wäre, gäbe es auch solche Clips nicht. Jetzt habe ich mal nachgeschaut, es gibt ja eine Menge Wein-Tutorials im Netz. Ja. Ja. Also tatsächlich, ja. Ja. Was unterscheidet eures von den anderen 100.000? Ich glaube, dass Julia, weil sie so eine großartige Schauspielerin ist, auch irgendwie permanent mitdenkt, würde ich jetzt mal so an ihrer antworten, dass sie permanent mitdenkt, dass sie eigentlich weiß, dass das ganz großer Käse ist. So, also es ist ja irgendwie, also man sieht sie ja beim Spielen schon, spielt sie ja sozusagen immer die Ironie mit. Den Kommentar. Mit. Genau. Und vor allem jetzt zum Ende beim Kiosk, wo sie dann richtig ausrastet in der Traurigkeit. Und die anderen, die sind dann wirklich so auf so eine Authentizität geeicht, oft, so diese Vine-Tutorials, wo dann wirklich mit irgendwelchen Muskelübungen und Kontraktionen und was weiß ich was, so, und sie sagt einfach nur Flughafen still, so, also sie hat da anscheinend auch ein Talent für, ich habe es mehrfach probiert, ich schaffe das nicht, also wenn ich... Ja, üb mal. Nee, würdest du denn sagen, gibt es jetzt Beziehungen, weil du ja auch Interaktion hattet, und das geht eigentlich an alle, ja? Gibt es dann eine Beziehung zwischen jemand nimmt Kontakt mit euch auf im Netz und plötzlich sitzt er im Theater? Also ich will sagen, das kannst du irgendwie feststellen, ob es zwischen der Arbeit, die ihr im Social Media macht, die ihr auch mit solchen Videos macht und denen, die dann zu euch kommen, und das meine ich auch gar nicht rein als Marketing, sondern entsteht da irgendwie eine Art von Bindung? Kannst du das feststellen oder ist das überhaupt nicht feststellbar für euch? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also ich glaube, womit man da eher mitpunktet mit solchen Clips, ist, dass man irgendwie erstmal auf der überregionalen Landkarte erscheint und dann auch noch vor allem auf der Landkarte von Leuten, also in dem Fall jetzt bei dem Clip, von Leuten, die wie gesagt eher theaterfremd sind und nicht in dieser Bubble sind. Man wurde schon so ein paar Mal irgendwie im Foyer angesprochen auf den Clip, aber das sind dann auch die Leute, die dann in die Vorstellung gekommen sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir damit, also polemisch formuliert, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass wir damit mit diesem Clip und auch mit dem Erfolg davon irgendwie 5 Karten verkauft haben für eine Vorstellung. Julia hat auf jeden Fall, ist dadurch auf jeden Fall bekannter geworden. Wenn man irgendwie Schauspiel Dortmund googelt, kommt direkt Julia, Schauspiel Dortmund Julia Schubert als Vorschlag und Julia Schubert Freund. So, also das ist genau so. Und das schon. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir damit jetzt marketingmäßig groß Karten verkauft haben. Glaube ich nicht. Dann würde ich mal jetzt nochmal die Frage in die Runde, insbesondere an Jörn und Jakob. Welche Erfahrung habt ihr jetzt mit dieser spezifischen Strategie gemacht? Ist das dann ein Rezept oder setzt ihr jetzt quasi die Projekte immer wieder neu auf? Also ich will sagen, folgt ihr da gewissen Richtlinien, die ihr euch selber gegeben habt, um Skalierung zu erreichen? Oder ist das für euch erstmal gar kein Thema? Also Skalierung als Ziel quasi. Ja. Ja. Also es ist so, wir sind ja, wir sind im weitesten Sinne sind wir Medienfilmmacher. Also wir haben ja beide Regie studiert, ich habe noch vorher Kunst studiert und dann haben wir irgendwann mal einen eigenen Internetsender gegründet und haben da Live-Shows gemacht, als es YouTube noch nicht gab. Und irgendwie sind wir eben immer so medial
irgendwie verortet. Mal ist es eben theatralischer, mal einfach wirklich einfach nur ein Beitrag für eine Lachgeschichte, für eine Sendung mit der Maus. Und da hatten wir immer wieder auch im Videobereich immer wieder mal einen viralen Hit, weil ich glaube, unser Humor auf einer, das böse No-Go-Word, aber auf einer guten Art und Weise populär ist. Also, und zumindest denken wir das so. Ja? Und wir hatten jetzt nach Bewegtem Land, das war wirklich dann für uns auch nochmal so ein großer Schritt. Wir hatten ein bisschen Theatererfahrung und auch immer wieder mal im künstlerischen Sinne auch so Performance, mediale Performance oder Cross-Medial-Erfahrung. Aber das war jetzt nochmal für uns so ein Startschuss hin in so eine Denke, die nicht nur mit Facebook oder sozialen Netzen zu tun hat, was den Einsatz von Medien betrifft auf dem Theater. Und wir denken jetzt gerade extrem und probieren auch gerade für uns selber gerade sowas aus, wie kriegen wir eigentlich diese ganzen neuen Technologien, die ja immer theatralischer werden? Also ich meine, mit dem Smartphone fing es an, wir haben sozusagen den Raum verlassen, jetzt haben wir so ein Gerät in der Tasche seit 10 Jahren, was ein Vertrieb und was eine Kamera ist. Und jetzt haben wir auch noch demnächst andere Geräte um uns herum und wir sind sozusagen auf einem Schritt in eine theatralisierte mediale Welt. Und da denken wir, da ist unser Platz irgendwie auch. Und deswegen versuchen wir in der Richtung uns zu positionieren und erstmal jetzt auch mal kräftig Experimente zu machen. Aber wenn ihr in der, das verstehe ich, wenn ihr in der theatralen, medialen Welt seid, wo jeder quasi überdemokratisch jetzt selber Spieler sein kann, also meinst du damit, dass quasi jeder das machen kann oder dass das jedem selbstverständlich wird? Das ist ja... Ach so, ja, also das ist immer so interessant natürlich. Also ich meine, es gibt so verschiedene Aspekte immer, wenn man über das Internet redet. Dann sind manchmal so cloud-basierte Spiele damit gemeint und manchmal sind es irgendwie soziale Medien und manchmal kommt einfach nur da die Technik einfach zu dir irgendwie so. Ne? Es ist so, also ich glaube, diese Idee des sozialen Austausches hat sich natürlich schon extrem verändert, also über die sozialen Medien. Man mag das halten, wie man will oder finden, wie man will. Sich komplett davor zu verschließen, ist ein bisschen schwierig. Wir glauben halt, dass es durch das Internet, und so haben wir das auch am Anfang, als wir immer mit Datenstrudel Livestreams gemacht haben, haben wir eigentlich immer gesagt, oder so hieß es früher immer, Fernsehen war immer damals der Feind. Fernsehen ist so ein Drei-Gänge-Menü und das Internet ist Buffet. Ja? Aber man kann auch sagen, das Internet und auch der Zugriff der ganzen anderen User ist so ein sehr ein offener und ein sehr agilitätsfördernder Zugang. Das heißt, ich habe irgendwie Leute, die teilweise mit mir Backstage sind. Anders als sozusagen das klassische Bühnenidee, man hat vorne eine zentrale Situation, vorhin geht auf und ich habe jetzt ein Stück vorzuführen, was denen da draußen gefällt. Jetzt sind da draußen auf einmal Freunde oder Freunde aus der Cloud, die da sitzen, so ungefähr. Also das ist so was anderes, was da mit reinspielt, auch in der Mache. Da sprichst du natürlich einen Community-Aspekt an, so jetzt unser Überthema. Matthias, es gibt ja diesen klassischen, viele von euch kennen das, die im Theater arbeiten, den berühmten Trailer im Netz, ja, den toten Fisch im YouTube-Universum. Also, wir kennen, also ich sag mal, viel, was man davon sieht, was versucht einfach nur, sag ich mal, 1:1 zu reproduzieren, was auf der Bühne passiert, ist ja eigentlich wenig interessant. Das heißt, wie geht ihr vor, um die Produktion, die ihr macht, denen tatsächlich ein Leben im Netz zu geben, das Menschen so interessiert, dass sie nicht nur glauben, sie würden eine schlecht abgefilmte Aufführung sehen? Ja, also wir haben uns irgendwie, das war auch so eine Entscheidung von unserem Leiter der Videoabteilung, Mario Simon, von mehreren Jahren, 2013 oder sowas, irgendwie auf jeden Fall Trailer deutlich anders zu schneiden, als es üblicherweise der Fall ist. Also die Trailer bei uns sehen oft deutlich filmischer aus, also auf keinen Fall irgendwie totale, immer mit mehreren Kameras geschnitten und dann auch wirklich eher auf das Visuelle gehend. So der Inhalt ist dann stellenweise manchmal bei manchen Dingen tatsächlich nur so eher angedeutet, wenn man wirklich auf die visuelle Ebene setzt. Manchmal ist es eher so ein Zwischenspiel. Und sonst probieren wir halt auch sehr gerne hier irgendwie im Netz tatsächlich dann auch mit so einer Art von Community zu arbeiten. Wir haben für eine Inszenierung, Deichau, haben wir beispielsweise Zuschauer mitspielen lassen. Da geht es dann, das ist so angelehnt an diesen alten Fernsehfilm, das Millionenspiel, wo ein Kandidat von einem Killerkommando durch die Stadt gejagt wird mit der Erlaubnis zum Töten. Und da wurden dann auch beispielsweise
User mit ins Boot geholt, die dann unseren Kandidaten in der Stadt fotografieren konnten, mitspielen konnten, sowas. Und das hat natürlich einen riesigen Buzz auf die Premiere gestartet, weil natürlich jeder wissen wollte, hey, was passiert denn da? So. Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende, es rast die Zeit. Ich frage mal raus, gibt's Fragen oder Anmerkungen, Statements dazu? Ich meine, wir waren jetzt hübsch affirmativ, ja? Wahrscheinlich ist das so alles angekommen, aber ich frage einfach, möchte jemand? Okay, gut, dann ist alles verstanden. Nein, nein. Vielleicht dann die letzte Frage, Nick, an dich. Okay, du bist ja jetzt weiter im Theater unterwegs, ja? Ist das für dich, sagen wir mal, weil man merkt ja, mit welcher Freude das gemacht ist, ja? Also was für einen Spaß ihr offensichtlich hattet, das herzustellen. Aber ist das für dich in irgendeiner Weise eine Perspektive sozusagen neben der Arbeit auf der Bühne? Ach, ich finde das auf jeden Fall, ich denke mir auch manchmal, vielleicht wird man im Nachhinein 50 Jahren sagen, was war das für eine komische Zeit, da am Theater auf einmal gedacht, sie müssten irgendwie sowas machen. Aber erstmal finde ich, all das, was Theater ja andauernd versuchen und gerne aus diesen Repräsentationsbauten raus möchten und gerne von der bürgerlichen Abendveranstaltung, die man irgendwie zweimal im Jahr besucht, wegzuwollen, ist das natürlich ein Medium, was so im Alltag und so unmittelbar und direkt funktioniert, dass ich mir fast darüber gar nicht so viel Gedanken machen würde. Auch nicht so viel Gedanken darüber, wie bleibt man als Theater sichtbar, weil das sind ja Theaterschauspieler, sieht man auch bei Julia Schubert oder bei Henning Hartmann, das sind Theaterschauspieler, es hat was Theatrales, es ist ein festes Ensemble, es ist in einem Ort, in einem Theater, in der Stadt verortet. Also ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall, wäre es spannend, da glaube ich mehr zu machen in so eine Richtung. Okay, dann nehmen wir das als kleines Plädoyer zum Ende, ja, die Aufforderung, einfach an dieser Baustelle auch im Theater weiterzuarbeiten, dass das Erfolg haben kann in unterschiedlichen Formen, haben wir so ein bisschen in Beispielen gesehen. Deshalb möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Jörn Hinzer, Jakob Hüfner, Nick Hartnagel und Matthias Seyer. Merci. Applaus